Ich bin eigentlich sehr gespannt, wie die Leute auf den Film reagieren und wie die Leute den Film finden. Man sieht Matthias Schweighöfer, wie man ihn noch nie gesehen hat, in einer herausragenden Rolle. Das ist endlich mal wieder eine Komödie von Burg und das ist der lustigste Film des Jahres. Große Bilder sind drin. Es ist ein super, super schöner Film. Keine zwei Minuten vergehen, ohne dass was passiert, was lustig ist. Und es ist keine von diesen glatt gebügelten deutschen Komödien, sondern sie ist ein bisschen schräger und ein bisschen schriller, ein bisschen funkiger. Ich bin ganz aufgeregt und freue mich einfach tierisch, dass jetzt alle nochmal zusammenkommen und es jetzt nochmal eine ordentliche Sause gibt. Wir hatten sehr viel Spaß. Es hat nur so gesprüht vor Elan und Kreativität. Und wenn sich davon auch nur ein Funken auf die Leinwand übertragen hat, dann ist es ein absolutes Must-Go. Jetzt beginnt eigentlich der heitere Teil des Abends, den Film nochmal ansehen und gucken, wie das Publikum darauf reagiert. Da freue ich mich drauf. Der macht auf jeden Fall ein warmes Gefühl, hat er. Und der ist nicht blöde und man kann lachen. Ach, Scheiße, Scheiße. Hallo? Haben Sie mal Feuer? Tut mir leid, nein. Du, mich hat gerade der Führer angemacht. Das war ein Abenteuer, ich werde das nie vergessen, jeden Tag habe ich genossen. Klaas, Milan Peschel, Katharina M. Schubert, Sam Riley, Paulina, Susanne Bohrmann, Juni Mellis, Max Giermann, Max von Thun, Maximilian Brückner, und Dennis Moschito, Alexander Maria Lara und Matthias Schweighöfer. That's it! Ich bin erleichtert, aber ich war auch gar nicht so nervös, weil ich den Film sehr liebe und ich wusste irgendwie, der Film ist sehr schön. Ich war nur sehr gespannt, wie die Leute reagieren auf das Gesamtkonzept und es war sehr schön. Es war ein sehr schöner Abend. Das war wirklich eine Freude, also ein Fest. Wir müssen da unbedingt alle reingehen, wirklich. Halb Ponkhausen aufgebaut, ist doch toll. Ich mag den Ort gerne. Ich finde es einen entspannten Ort. Ich finde es super, dass einfach alle mitkommen und feiern und ein anständiger Club und anständig Mucke und los geht's. Ich würde jetzt dann doch schon langsam, also den Alkoholpegel ja, langsam ansteigen lassen. Ich glaube, ich gehe jetzt auch ins Hotel zurück. Ja. Hey, da ist die Blonde von vorhin. Danke, okay, tschüss.